Frankfurt Main Airport, euer Leipzig. Es gibt nichts Besseres als Franzbrüch. Es ist noch lange nicht vorbei und die Daumenschrauben der Regierung werden kürzlich wieder angezogen. So viel ist sicher. Liebe Nachbarn, bitte genießen Sie die augenblickliche Simulation einer neuen Normalität und tanken Sie Kraft auf. Die scheinbar erst einmal beendete Pandemie war nur ein Kapitel des Drehbuchs, das in Kürze weiter in unsere Politik. Der Kong hat sich echt Mühe gegeben, was meinen Empfang angeht. Alter! Bevor ich ins Hotel einchecken darf, muss ich natürlich erstmal negativ getestet sein. Das ist der Westen. Ja, Junge, in diesem Zelt habe ich gerade den Test gemacht. Das war schon sehr, sehr mystisch, Alter. Endlich angekommen. Habe jetzt über eine halbe Stunde auf das Testergebnis gewartet. Junge, es geht mir auf die Eier. Ja, sieht gut aus. In Hotel, 6. Stock. Alter, kann man sogar das Fenster richtig aufmachen, obwohl das der 6. Stock ist. Also falls der Release schlecht läuft, dann kann ich immer noch hier... Nee, Kappa, Kappa, Kapp! Kapp! Auf der Suche nach Essen habe ich gerade das Fahrrad des Kongs gefunden. Naja, ja. Bestimmt noch eine Vibrierfunktion. Alter, mein erstes richtiges Essen heute. Ich habe gestern ein bisschen viel geschüttelt wieder. Das tut gut. In einer Stunde geht der Livestream los. Natürlich der Champagner gesoffen. Das ist alles nie gut. Das ist Raubbau am eigenen Körper. Raubbau. Gruß an den Vlog. Der völlig unterbezahlte Webseitenmanager. Fickt euch! Genau, nee, das sind keine Kraftausdrücke. Also ich muss echt sagen, der gute Mann hier hat auf Starts den Nacken sehr schön eingerichtet. Ist das so eine Erstausstattung für Streamer oder wo kann man das beantragen, Dreh? Das ist die Erstausstattung. Den Ritter? Grüße gehen raus an Zivil. Achso, und ja, wenn ihr diesen Vlog hier seht, dann ist das höchstwahrscheinlich schon ausverkauft. Deswegen sage ich jetzt gar nicht mal, dass der Link in der Beschreibung ist. Also. Ja, das. Aber wir feiern heute den Release dieses Mannes. Ich werde freigegeben. Da wirst du nichts finden, die ist gewachst. Ja, du bist wirklich sehr clean. Ja. Das ist wirklich ein großer Unterschied, wenn ich die Leute gestern auf dem Stadtfest nahe gefilmt habe. Da hat man Abgründe gesehen, aber bei dir ist es einfach nur clean und fresh. So, der Release ist jetzt... Der Champagner wird geöffnet. Der Champagner wird geöffnet. Ich gebe mein Bestes. Ich öffne nicht so oft Champagner. Also ich habe mir Mühe gegeben, dass ich es nicht schüttel. Also mach ey, wirklich nicht? Nein, aber mach vorsichtig trotzdem. Ich mach's ganz vorsichtig. Junge. Alter. Fuck. Helm? Oh. Junge. Wohin? Wohin soll ich ihn schießen? In meinen Darm. Nee, Rodriguez. Kann ich. Warte. Junge, es ist voll fest. Es ist wirklich öfter. Junge! Dieses verzögert sich! Oh, Junge, es geht nicht auf! Es ist so fest! Shop bleibt zu für immer! Es ist so fest, es geht! Diese Flasche nicht auf, ja. Bleibt der Shop auch zu! Es ist so krank! Bitte. Also ich bin gerade wirklich ratlos. Ja, gerne. Was ist denn alles in der Welt, Alter? Nicht in meine Richtung. Junge, was zum Fick? Es geht, siehst du? Warte. Oh mein Gott. Geisteskrank, ne? Geht nicht auf. Ey, Real Talk, Alter. Es bewegt sich nicht. Muss verschoben werden. Es bewegt sich nicht einen Zentimeter, Alter. Es bewegt sich echt keinen Zentimeter. Also? Jo, mach mal den Shop aber auf, Alter. Ja, ja. Ja. Der kriegt ihn jetzt auf. Nee, es geht nicht. Ist gut, dann mach ich ihn auf jetzt. Und hol mal, ich hab den Falschen in den Timeout gesetzt. Hol mal Civil zurück, war das, glaube ich. Was? Ich weiß echt gerade nicht, was ich machen soll. Das hab ich noch nie erlebt, sowas. Shop ist auf. Shop ist auf, Leute. F5. Ja, ich geh mal auf den Balkon. Auf den Balkon. Junge, was für eine kranke Scheiße, Alter. Alter, Scheiße. Was soll denn das? Der Champagner geht einfach nicht auf, Real Talk. Alter. Jo, ich...
Es geht nicht! Ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott! Ja, oh, Junge. Haben wir noch welche in XL, falls es alles einsaut? Junge. Oh Gott. Ah! Als ob, Alter. Ich mach die Augen zu! Oh, es bewegt sich, ne? Irgendwie krank. Alter! Ja! Unbesiegt! Ich habe den Champagner gebrochen! Kapf dem Champagner! Wir haben einfach 6 Minuten gebraucht, um diese Flasche zu... Champagner! Alter! Ja! Ich habe ihn aufbekommen! Ich habe ihn aufbekommen! Junge, Kampf dem von Gott gefickten Champagner! Alter, ist das geisteskrank. Ja, das reicht, Junge, das ist doch völlig Stil. Cheers erstmal auf den Release, der nun endlich stattfindet. Ich habe in meinem Leben schon viele Kämpfe geführt und ich habe dem Champagner die Zeit gegeben, sich mir zu ergeben. Und als ich dann einsah, dass der Champagner sich nicht ergeben wird, da war mir klar, jetzt Kampf bis zum Letzten. Aber ein gutes Release. Ah, das schmeckt. Herzlich willkommen. Schal! Sitzen, Champagner trinken, das machen die Atzen, wenn sie grad nicht fisten. Sitzen, Champagner trinken, das machen die Atzen, wenn sie grad nicht fisten. Noch nicht so viel, ich bin schüchtern. Du bist ein sehr schöner Mann. Danke. Du schaffst für mich Eva-Style, das macht mich gar nicht kuschelig. Sie wollen nur... Ist das grotesk? Das ist ganz schön grotesk. 300 Meter? Schal, meine Freunde! Schal! Henry! Yeah! Hallo, hallo, hallo. Fick dich, Nachbar! Junge! Mm. Oh, Telepizza macht echt gut zusammen. Mm, danke schön. Junge, die schmecken wirklich gut. Ja, ne, das ist echt was Feines. Mm. Oh. Mm. Mm. Oh. Oh, ist lecker. Danke für den schönen Abend, Brie. Wir werden morgen mit dir kochen und dir wünsche ich auch noch eine gute Nacht. Chaot! Oi. Ja, und ich werde jetzt alleine nachts... Komm bitte an die, ans Mikro, ich verstehe kein Wort. Nee, ich nehme einen Flock auf, du Schwanz. Ich werde jetzt durch die Straßen Düsseldorfs laufen, ganz alleine, und sehr viel dieser Bärte zu Gesicht bekommen. Oh ja, wahre Worte. Und wenn ich Glück habe, komme ich nicht an. Hm. Yeah, der Heimweg! Ein nächtlicher Gewaltmarsch! Kampf! Jetzt wird sich noch ein schönes Bad begönnt zur Entspannung. Alter, das sieht einfach aus, als würde eine Klopapierrolle in der Wanne liegen, aber das ist nur die Spiegelung, also bitte nicht wundern. Nee. Echt ein schönes Zimmer, schöner Aufenthalt, aber ich muss 2 Sachen mal sagen. Warum ist nichts in der Minibar drin? Also, ganz nach ihrem Geschmack. Genuss pur mit unserer Auswahl an frischen Getränken und Snacks, ja. Super Auswahl. Und, es ist fucking 2021. Das sogenannte Premium-WLAN kostet einfach am Tag einen Zehner. Alter, das ist doch nicht wahr. Also manchmal frage ich mich echt, in was für einer Welt ich lebe. Junge, Junge. Mein Frühstück am nächsten Tag fand nicht im Hotel, weil ich vergessen habe, da Frühstück zu bestellen, sondern im asiatischen Viertel in Düsseldorf statt. Das war sehr schmackhaft. Ich empfehle das eTokyo auf jeden Fall weiter. Und beim Essen werden natürlich die neuesten geistigen Ergüsse des Schändes geschaut. Mm. NRW muss dringend weg. Ich bin jetzt ungefähr 1,5 Stunden hier durch Düsseldorf gelaufen, habe mir die Stadt nochmal angeschaut und gefrühstückt. Und ich freue mich echt wieder in meiner Heimat zu sein. No front an die NRWler. Mein Beileid, ja. Ich habe mein Ticket gekauft für die Zugfahrt jetzt und habe das Gefühl, ich habe im Automaten gewonnen, Alter. In der Zwischenzeit habe ich mich mit Chinui bei Eduard Käseberg getroffen, Videos auf dem Zweitkanal. Und die schärfste Currywurst der Welt verspeist mit 4 Millionen Scoville. Das Video ist ja schon auf dem Kanal hier online. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, holt es nach. Sind beide auf jeden Fall sehenswert. Wie mein Arsch! So, ich bin jetzt wieder in Düsseldorf. Ja, ungefähr so 70 Minuten vergangen, seitdem wir die Wurst gegessen haben. Und ich habe gerade den gesamten Zug voll gekotzt.
Ich habe so unfassbare Bauchkrämpfe, gerade auch wieder. Das kaltes Wasser geholt, das hilft ein bisschen, aber ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal war, dass ich mich übergebe jetzt. Beim letzten Mal, also nach dem Hotchip-Duell, wo ich beide auf einmal gefressen habe, musste ich insgesamt 3 Mal kotzen danach. Aber das heute hier ist das Schlimmste, was ich jemals durchgemacht habe. Die Schmerzen und die kamen auch so plötzlich. Ich fahre einfach eine Stunde Zug und kurz bevor ich da bin. Oh, das tut jetzt auch gerade wieder so unfassbar weh, Alter. Oh, das ist 1000-mal schlimmer als das Essen. Alter. Ja, okay. Ich gehe jetzt zum Kong. Wir drehen jetzt noch was, rauchen ein bisschen Shisha und quatschen. Und mir geht es jetzt wieder einigermaßen gut. Also, na, was heißt gut? Einigermaßen halt. Es ist immer noch schlimm. Boah, das tut so gut. Meine Nase hat jetzt noch mindestens 20 Minuten tierisch gebrannt, weil das ganze Erbrochene auch da aus den Nasenlöchern kam. Junge, ich habe mit, dass mein Eis in den Hals, ich habe auch tierische Halsschmerzen. Also ich weiß nicht, ich habe anscheinend irgendwelche Magenprobleme. Der Shinui hat mir gesagt, der hat noch nicht sich erbrechen müssen oder sowas. Unfassbar. Oh, das tut so gut. Auch wenn ich es eigentlich nicht einsehen möchte, aber ich werde wahrscheinlich in Zukunft von diesen Schärfe Challenges Abstand halten müssen. Weil das, was danach kommt, das ist einfach... Oh! Ich habe übrigens noch was zu erzählen, was euch bestimmt gefallen wird. Und zwar bin ich weiß es nicht, was es ist, ob das eine Milchallergie ist oder eine Laktoseintoleranz. Ich glaube, es ist eine Laktoseintoleranz. Ich habe einen ganzen Liter Milch dazu gesoffen. Ich muss jetzt seit einer Dreiviertelstunde wirklich alle, ja, sagen wir mal 2-3 Minuten einen massiven Furz rauslassen. Das ist vielleicht lustig so, wenn man das hört, aber das sind Blähungen, Alter. Das kommt ja nochmal mit oben drauf übrigens. Und ich habe jetzt auch schon 3 Mal gekackt. Ich erzähle das diesmal ausführlich, weil ich sonst eigentlich immer das sogenannte Aftermath oder wie man das nennt, verschweige zu diesen ganzen Schärfe-Geschichten. Aber heute will ich euch einfach mal daran teilhaben lassen, weil heute war es wirklich extrem. Alter. Seit einigen Stunden sind die relevantesten sozialen Netzwerke down. Ich muss sagen, ich werde langsam wieder zum Mensch und resozialisiert. Das hier ist das echte Leben. Ja, der Mann hängt trotzdem am Handy. Natürlich, weil ich ja auch... ich sag gerade sowas in... Ja, warte mal. Ich möchte ja auch sagen, warum. Ich habe es ja auch schon vor Monaten auf der Plattform, die früher bekannt war, vor 17.26 Uhr Instagram gepostet. Ladet euch alle Signal. Ich bin ganz normal mit meinen Leuten in Kontakt. Ja, das ist wahr. Das ist, ja. Ich hab's gesagt! Ich hab's gewusst! Henry! Make the fucking frog! Ja, die Leute wissen Bescheid. Folgt mir auf YouTube, hier ist Infowars. Und dieser Mann hier hat übrigens heute wieder Geburtstag. Kap! So, die Mikrowelle wird eingeweiht mit dieser miesen Mikrowellennahrung. Und danach wird hier gekocht. Das findet ihr auf dem Kanal vom Chaot. Ich habe es natürlich nicht verlinkt, aber ich wollte es mal erwähnen. Was gibt's heute zu essen? Nicht so nah. Das mundet. Junge, Junge. Als hätte ich heute nicht genug Probleme mit meinem Magen gehabt, wird der Mann mich jetzt da mit hier bekochen. Ich habe wirklich irgendwie Angst. Ich habe Angst. Ich habe diesen Mann jetzt einmal gezwungen, die Aufnahmen von Herr Käsebergs Füßen anzuschauen. Und ja, Statement? Ich habe fast gekotzt. Ich habe direkt weggeguckt und ich gebe es auch zu. Ich kann es nicht sehen. Danke für einen schönen Abend. Bitte. Es ist 2 Uhr. Ja. Ich hoffe, ich werde jetzt weggefangen. Morgen fahren wir übrigens 6,5 Stunden Auto. Na ja, gut, 10 Minuten, weil Bela dann rechts ranfährt und ich... So, ich verlasse jetzt mein Hotel. Ich glaube, ich bin viel zu spät. Also, ich denke mal, ich hätte schon vor einer Stunde mindestens auschecken müssen. Das NH-Hotel ist übrigens ein geiles Ding. Das Einzige, was mich hier, wie gesagt, stört, ist das mit dem WLAN. Das ist nicht mehr 1995, verdammte Scheiße. Denn was hatte ich die Nacht? Also, 3 Momente, wo ich aufgewacht bin, weil die Bauchschmerzen zu stark wurden. Und letztendlich wurde ich dann von meinen Darmkrämpfen geweckt. War jetzt 3 Mal auf Toilette. Und traue mich jetzt so langsam das Hotel zu verlassen, weil ich Angst habe, dass der nächste Schub schon wieder kommt. Und ja, es brennt auch sehr. Ich habe scheinbar nur das halbe Übel gestern ausgebrochen. Also, Junge, das
wirklich, es ist nicht normal. Das ist wirklich das feinste Fleisch, was ich seit langem gesehen habe. Das macht mich ehrlich gesagt richtig geil. So, der ranzige Westen wird gleich wieder verlassen. Geliebter Onkel, seht mir zum Lidl-Aufenthalt. Fick dich! Ja, fick dich, Alter. Das ist mein Statement zum Lidl-Aufenthalt. Das Statement zu dieser Malt? Alter, ist das Plastikgesteck? Das ist Plastik. Das habe ich extra aufbewahrt, als ich wusste, dass es verboten wird. Alter. Da ich ja Verbote ablehne, werde ich weiter mit Plastik speisen. Junge, ich hoffe, das landet ordnungsgemäß im Meer. So, im Gefühl 25 Stunden sind wir zu Hause. Geil. Das Wetter hat sich auch gebessert. Ja, das Wetter ist super. Die Fahrt ist klasse und morgen früh um 6 sind wir da. Mahlzeit, Brie! Ich kann nicht filmen beim Fahren. Okay. Die ewige Fahrt wird durch eine weitere Mahlzeitpause unterbrochen. Feinste Sandwich. Kampf. Schmeckt's? Mhm. Statement zum Aufenthalt hier? Mega unangenehm. Die Leute haben gedacht, wir wollen die ausrauben. Und der Plan war, dass wir hier parken, tanken, zum Subway gehen, die lautesten Menschen im ganzen Scheißladen sind. Und dann sagt sie uns, und schreibt sich das Kennzeichen auf. Ja. I can't breathe. So, wir sind jetzt hier im Airbnb angekommen. Da kommen wir natürlich scheißen. Der Bela, der schreibt hier mit sehr, sehr vielen verschiedenen Frauen auf Instagram. Statement, Brie? Das stimmt gar nicht, ich bin schwul. Ich auch. Okay, das ist wirklich schön, wir bereiten jetzt die Shisha vor. Eine schöne Wohnung auf jeden Fall. Hier haust der Mann, der sehr... Ja, das ist ein guter Mann. Und ja, ich habe hier gerade Mais gefunden. Also hier gibt es wirklich zahlreiche Lebensmittel, die noch essbar sind. Und den bereite ich mir jetzt zu. Da wird zahlreiche verschiedene Gewürze drauf gemacht. Oh ja. Mmh. Endlich wieder Masten. Endlich wieder Masten. Mmh, das schmeckt. Ach, scheiße. Ja, aber es schmeckt. Ja. Ich bin glücklich und zufrieden. Das Airbnb ist schick, die Pfeife schmeckt, der Mann isst Mais mit Zimt und die Mode ist geil, Alter. Ich will nicht den Knopf liegen. Nur fürs Protokoll, die beiden Männer schlafen in diesem Bett. Oh ja. Teilt ihr euch mehr als die Matratze? Ja, na klar. Teilen uns dich. Und nun, über den abschließenden Statement, ich würde zu Hause gehen. Was habe ich dir gerade gezeigt? Was habe ich dir getan? Gestern die Füße, heute das? Also, wer wissen will, was ich dem Mann gerade vorgespielt habe, geht auf drachiv.eu und schaut euch das Video Mein erstes Mal an. Und dann sitzt ihr genauso da, dieser Mann, völlig verstört. Ja, von dir brauche ich natürlich auch noch ein Statement zur Sache. Yeah. Was haben wir uns da gerade angeschaut? Drachenlord. Wollen Sie noch etwas Bestimmtes filmen vielleicht? Nein, ich habe schon alles gesehen. Das vielleicht, das kann man nicht, das kann man zensieren, schnell. Nein, gute Nacht. Noch eine allerletzte Frage, hast du denn Ruf von mir? Hast du deine ersten Erfahrungen auf dieselbe Art gemacht? Definitiv, ich war der andere Mann. Er ist ein